Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu Call of Duty Black Ops 3. Wir sind zurück in unserer kleinen Basis. Laut Kane wurden die Datenträger teilweise beschädigt. Sie ist fast damit fertig, die Aufzeichnungen aus den Überwachungskameras der Station zu extrahieren. Sehe ich ganz genauso. Ich hatte überlegt, ob wir vielleicht ein bisschen ein paar Kakophonie. Interessant. Antipersonenschall, blendender Schwarm. Das war eigentlich ganz geil, ne? Dass wir vielleicht einfach mal umsteigen, statt Kampfkunst gehen wir dann. Vor allem habe ich die Punkte nicht mehr. Das Spiel zerschießt mir eh alle. Jede Aufnahme zerschießt es mir die Spielstände. Das ist ein bisschen bescheuert. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich nehme jetzt einfach mal die Dinger hier mit. Weil, ich's kann. So. In der Sache mit Gojulan, da hatte ich keine Wahl. Wir mussten die undichten Stellen schließen. Ich höre Stimmen. Ich weiß. Ich weiß auch, dass die Immortals es nicht gern sehen würden, dass wir den Go-Bruder gekillt und die Schwester verstümmelt haben. Mein Mikro ist umgefallen. So. Sorry, Freunde. Vor allem kann ich die ganzen Sachen. Eigentlich bin ich ja Level 7. Das ist total bescheuert mit den Spielständen. Ich weiß nicht, was das soll. Aber nun gut. Wenn das Spiel das nicht will, dann spielen wir halt mit den vorgefertigten Dingern. Er sagt, was immer die Aufzeichnungen zeigen, wir müssen zu Taylors letztem Einsatzort. Bla bla bla. Epizentrum der ursprünglichen Katastrophe. Zum alten Coalescence-Gebäude. Das ist ein Fake. Das glaube ich nicht. Das Material ist falsch. Nicht real. Ich wünschte, es wäre so. Aber das geht noch weiter als die Morde bei der Geheimstation. Kane, sag ihm, was du weißt. Die Informationslecks breiten sich aus. Sie gefährden WA-Operationen weltweit. Sie kennen unsere Schwachstellen und mobilisieren Truppen in instabilen Gebieten. Keine Frage. Taylor ist fertig. Wir folgen also den Spuren seiner letzten Operation. Dem Alarm unterhalb der Coalescence-Anlage. Vielleicht finden wir da unten Hinweise auf ihre Motive. Vergessen wir die Immortals nicht. Wir haben einem das Hirn geleert und einen verstümmelt. Die werden sich rächen. Taylors Team hat auf ein Prioritätsalarmsignal reagiert. Es hat seinen Ursprung fast eine Meile unter der alten Coalescence-Anlage. Ich habe mir alle verfügbaren Infos und Baupläne gezogen. Was dort ist, steht auf keiner Karte. Ein Großteil des Gebäudes wurde im Desaster zerstört. Der bestmögliche Zugang ist durch den mittleren Silo. Danke, Kane. Große Hilfe. Also folgen wir Taylors Fußstapfen. Vielleicht finden wir da unten etwas, das uns Antworten gibt. Überwachungsdrohne bestätigt mehrere Signaturen. Oben. 54i. Sie sind sehr wahrscheinlich schon drin. Ach was. Gerade ist Verstärkung eingetroffen. Wird wohl kaum leise vonstatten gehen. Es gibt mehrere Zugangswege. Aufteilen. Aufteilen. Alles klar. Wo soll ich denn hin? Der geht da lang, soll ich dem. Er hat gesagt, aufteilen. Ich folge ihm erstmal, ne? Wenn das seine Definition von aufteilen ist, dann. Bitteschön. Was habe ich noch dabei? Pistole, alles klar. Ach, schallgedämpft ist sie sogar. Das ist was Feines. 54i sind überall. Versuchen wir es mal leise. Leise. Ist ja widerlich. Warte auf deinen Schuss. Aha. Ja, dann nehme ich mir mal den da, ne? Du hast doch gesagt, leise! Ich hasse mein Leben! Das war echt sehr leise. Ein Hoch auf mich. Jetzt werde ich wütend. Kann man die, guck mal hier. Wir tun einfach so, als wäre das nie passiert. Ja? Stellt euch vor, ich blitzdingse euch jetzt. Mission Impossible Style. Man in Black Style. Und es ist nie vorgekommen, okay? Okay, so. Das kann man nicht auch überspringen, von daher ist das eigentlich relativ egal. So, zack.
Nochmal überspringen. Alles weg. Ich habe ein Déjà-vu. So, dann können wir jetzt mal... Mittleren Silo. Wir sind doch wirklich... Ja, doch. Schallgeschützt. Ach, Schallgeschützt. Unsere Waffen sind schallgeschützt. Schallgedämpft. So. Ja. Dann kommt doch mal. 54i sind überall. Versuchen wir es mal leise. Überall ist untertrieben. Warte auf deinen Schuss. Ja. Ich will es natürlich leise angehen. Das ist lame, 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 lame. Vielleicht sieht uns ja auch jemand nicht. Guck mal. Die um... Uah. Wie überlebt der denn einen Kopfschuss? Ach, jetzt ist mir das auch egal. Ich hab dem einen Kopfschuss gegeben. Granate. Ja, auch. Wieso? Wo ist meine... Ah, da. Nee, dann ist alles gut. War das ein Scharfschütze? Da oben. Der Penner. Kollege Schnürschuh, komm mal her. Darf ich die Waffe benutzen? Anscheinend ist sie nur Deko. Alles klar. Munition brauche ich erstmal auch nicht. Was? Aua! Aua! Was sind denn meine Spezialdinger? Okay. Das gefällt mir hier alles nicht. Schmeiß deine Granaten woanders hin und lass mich in Ruhe. Entdeckung! ASP ist aktiv! Wiederhole! ASP ist... Was ist aktiv? Das Ding sollte Schrott sein. Wie kann sie noch funktionieren? ASPs haben ein Verteidigungssystem, das eingehende Angriffe abwehrt. Schalte es mit zielgerichtetem Beschuss kurzzeitig aus und trifft die ASP dann mit dem Raketenwerfer. Trifft das Verteidigungssystem der ASP unter dem Kern. Das ist ja mega witzig. Okay, what? Ich muss jetzt so machen? Verteidigungssystem! Fast geschafft! Ja, das zählt noch nicht. Okay. Oh, oh. Okay. Verteidigungssystem offen. Ah, und jetzt? Triff sie mit dem Raketenwerfer, bevor es wieder aktiviert wird. Ah, ich verstehe. Nimm ihr Verteidigungssystem weiter unter leichten Beschuss. Ich will immer die Waffe wechseln mit 1. Das ist nicht richtig. Komm her. Wo ist es denn? Da. Schieß weiter auf ihr Verteidigungssystem. Sollte sehr nicht schön. Mehr lange dauern. ASP-Verteidigung deaktiviert. Feuer frei. Kaputt? Ja. Nice. Keine Macht den Roboters. Sehr schön. Ist da drüben vielleicht noch was zum Einsammeln? Eine Trophäe oder so, weil gibt's ja überall immer... Nö. Nö, dann halt nicht. Wer nicht will, der hat halt schon. Du gehst rein, ich geh rein. Verbinde dich mit der Konsole. Ein schneller Hack sollte reichen. Ich geh rein. Es wird nie langweilig, was? Oh ja. Heute gibt es nur Überraschungen. Das ist mir ein bisschen zu ruhig, muss ich zugeben. Okay, ein bisschen sehr ruhig. Du weißt, was du tust? Na, egal. Oh, oh. Sei nicht nervös. Das ist nur ein Reflex einer toten Programmierung. Egal. Ich wollte es trotzdem abschießen. Bitte melden Sie sich mit Ihrer Gruppe an. Gefällt mir alles nicht. Kollege, wo bist du? Ah, wo bist du? Ah, da. Ich bringe uns rein. Ich gebe dir Deckung. Das ist zu ruhig. Diese Leichen sind schon einige Tage hier. Muss vor dem Angriff auf die Geheimstation passiert sein. Sieht das nach Taylor aus, Hendrix? Vielleicht. Einzelschüsse in den Kopf. Ja, aber ganz ehrlich, du musst wissen, was für eine dumme Frage das ist. Natürlich war das Taylor. Die CIA hat sie hergebracht, weil diese verdammten Trottel hier rumgeschnüffelt haben. Hey. Mach dir nichts draus, Kane. Ich hab bloß miese Laune.
Ich orte eine EMF-Quelle in der Nähe. Wie ein kleines elektronisches Gerät. Könnte bei einer der Leichen sein. Hier. Gefunden. Hab's. Lade Daten hoch. Irgendwas Nützliches? Die Plünderer hatten nicht bloß Glück. Sie haben einen Tipp von der CDP bekommen. Was hat er vor? Der aktiviere Aufklärungsdrohne. Nachricht erhalten und verstanden, cool. Hendrix. Synchronisiere die Kartenkoordinaten der Drohne mit deinem HUD. Das ist ja nice. Ich will auch so ein Spielzeug. Hey. Du weißt doch, man starrt besser nicht zu lange in einen Abgrund. Los. Hüpf jetzt. Bleib an der Kante. Da geht es tief runter. Ich gehe vor. Nein, ich gehe hinterher. Ich wäre ein schlechter Soldat. Die Aufzeichnungen der Morde. Glaubst du, die waren gefälscht? Ich kenne Taylor schon sehr lange. Guck mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das war. Scheiß auf Taylor, ein Aquarium. Vielleicht war er nicht der, für den wir ihn gehalten haben. Was? Trotzdem. Das erklärt nicht Hall, Maretti und Diaz. Warum sollten sie da mitmachen? Wir gehen der Sache auf den Grund, egal was dabei rauskommt. Ob es da auch Haie gibt? Gut. Können wir hier bitte nicht so lange bleiben? Das gefällt mir alles nicht. Darf ich auch nicht rein? Ich darf nirgendwo rein. Nirgendwo darf ich hin, wo ich Spaß haben könnte. Hihihihi. Vielleicht gibt's hier ja was. Oh, guck mal, oben links. Mist. Die verdammten 54i sind vor uns. Was denkst du, sollten wir tun? Ich denke, wir sollten uns vorstellen. Ja, aber leise, wenn's geht. Schieß zuerst. Ich reagiere dann. Okay, alles klar. Oh, so ein gepanzerter. Das hätte ich auch merken können. Was hab ich denn da geworfen? Was war das denn Fancyes? Ich will es nochmal werfen. Kann mal einer den Typen da töten? Fuck. Fuck. Hendrix, tu was für dein Geld. So. Warum muss ich eigentlich immer alles machen, hm? Penner. Ach, hinten ist noch einer. Irgendwo da. Aber die will anscheinend ihren Kopf nicht aus der Deckung nehmen. Gut, dann halt nicht. Dann komme ich halt zu dir, ne? Huch. Okay, Planänderung. Ihr kommt doch zu mir. Komm ich hier durch? Nö. Schade. Dann halt nicht. Hi. 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 Machst du das mal bitte? Ich hab dich gewarnt. Hendrix war eine Riesenhilfe. Willst du uns in einen verdammten Kaninchenbau schicken, Kane? Ich will dasselbe wie du, Hendrix. Diese Situation beenden, bevor es noch schlimmer wird. Okay, es gefällt mir alles nicht, aber naja. Pass auf, wo du hintrittst. Der Ort ist etwas instabil. Etwas, alles klar. Etwas sehr vielleicht. Aber nur ganz geringfügig, ne? Das ist ja. Na, da ist doch bestimmt wieder irgendwer, hä? Da. Was machen die denn hier? Ach, das sind Roboter. Ja gut, die können da auch schön. Warum verhalten die da Roboter fehlt sich einer. So? Könnte eine Art Stromschwankung sein. Die Stromschwankung nee. Ist nicht normal. Definitiv nicht. Die wollen raus. Und da ist einer auch rausgekommen. Die Tür ist offen. Drunter durch und geh. Okay. Scheiße. Was war das? Was ist denn los? Kane,
Könnte jemand über die Systeme des Gebäudes die Roboter kontrollieren? Es ist unwahrscheinlich, dass nach dem Desaster noch Systeme funktionieren. Aber nicht wir wissen unmöglich. Nicht, was da unten ist. Unwahrscheinlich heißt nicht unmöglich. Laut Aufklärungsdrohne sind sie hier durch. Will jemand einen Hunderter wetten, dass wir da unten nichts Gefährliches finden? Nein. Hey, was zur Hölle? Oh, fuck. Hey, hey! Was zum... Hendrix, sie haben euch anvisiert. Was ist das denn? Was geht denn hier auf einmal ab? Köpfe einziehen, werfen eine Granate. Wiederbeleben? What the fuck? Ich kann mich nicht aufstellen. Natürlich. Was ist das hier? Ich habe auch einen Raketenwerfer, ihr Schweine. Oh, der leer ist. Hab nichts gesagt. Tut mir leid. Oh. Das ist nicht gut. Komm, schieß auf den Tank. Tank. Sehr schön. Waren das alle? Los geht's. Das waren noch nicht alle, oder? Oh. Die gehen jetzt auch immer her. Au. Da war doch noch. Okay. Na. Das ergibt keinen Sinn. Wo ist der Obermotz? Wer kontrolliert diese Roboter? Ich weiß nicht. Trianguliere die Quelle. Bisher noch kein Glück. Okay. Was ist das hier? Du willst da wirklich runter? Okay. Schicke Aufklärungsdrohne vor. Ja, ja. Die ist okay. Mal sehen, wie tief der Kaninchenbau reicht. Wenig Licht voraus. Oh Gott. Auf verbesserte Sicht umschalten. Nein! Bestätigt! Es hat geleckt und dann bin ich runtergefallen. Ah, ich weiß warum. Sekunde, Freunde. Okay, muss mal kurz. Schicke Aufklärungsdrohne vor. So. Jetzt sollte es theoretisch wieder... Mal sehen, wie tief der Kaninchenbau reicht. Wieder nicht laggen, okay. Wenig Licht voraus. Auf verbesserte Sicht umschalten. So. Bestätigt. So. Schnell, die Aufklärungsdrohne wartet nicht. Oh Gott. Wo will denn die hin? Dahin. 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 Was? Okay, die Übertragung ist abgerissen. Probleme? Negativ. Die Baupläne enden am Grund des Silos. Ohne die Drohne sind wir blind. Irgendwas muss sie ausgeschaltet haben. Weiter. GPS-Koordinaten des Alarms sind direkt voraus. Was brauchen der so lang? Kollege, das ist jetzt kein Sonntagsspaziergang, ne? Hier ist schon ein bisschen... Irgendwas stimmt hier nicht. Da liegt... Kane, wir haben die Aufklärungsdrohne gefunden. Ihre Überreste. Hier liegt die Drohne. Wie viel sehe ich hier? Ach, ich sehe wieder ein bisschen was, okay. Nun, wir hatten unseren Spaß. Warte, ich will mir das Symbol genauer ansehen. Das kennst da? Du es? Sieht nach einem geheimen CIA-Projekt aus. Wenn dieser Scheiß zum Zeitpunkt des Desasters hier war, hätten sie kein Säuberungsteam reinschicken können. Vor Taylor. Ja, ich glaube hier will jemand was verbergen. Aber was? Blutspuren führen hier lang. Ist immer eine gute Idee, Blutspuren einfach so zu folgen. Ah, guck mal. Ein Souvenir. Was ist hier los, Kane? Die ist kaputt, oder? Ja, sollte. Was ist das hier? Was zur Hölle? Wow. Was ist denn jetzt los? Was zum... Wieso leben die wieder? Warum sind die so schnell? Au! Was sind das für Selbstmordviecher? Los, los, los! Heilige! Schneller!
Boah. Warum sind hier so viele? Warum? Aua! Ich muss hier weg. Hebt mich einer auf. Ich gebe nicht auf. Ich will leben. Was ist das? Ich bin verwirrt. Puh. Verwirrt, geschockt. Bereich gesichert. Wir wissen nicht, was da unten ist. Was ist mit diesen Robotern los, Kane? Warum greifen die uns an? So ein Verhalten habe ich von Robotern noch nie gesehen. Irgendwie sind sie von ihren eingebauten Parametern abgewichen. Ja, aber... Okay, laut dem GPS sollte die Quelle des Signals dadurch zu finden sein. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nein. Huch, da war doch was.